Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu Need for Speed Most Wanted. Ja, ich weiß, es kam schon mal, allerdings Soundqualität technisch scheiße. Und deshalb, ja, neu angefangen. Waren ja nicht viele Parts oben. Und Profil habe ich schon erstellt. Deshalb, ja, fangen wir einfach gleich mit der Karriere an. Intro Time. Wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Weil nach dem kurzen Intro erstmal dürfen wir gleich losfahren in unserem schönen BMW. Ja, bis nach Korn nämlich, weil da alle einen Unfall gebaut haben. Und wir dürfen jetzt erstmal gegen Blackish Nummer 1 fahren. Wir sind im Moment Blackish Nummer 15. Und der letzte Gegner ist der Racer. Schön. Ja, ich darf nicht zu Ende fahren. Und jetzt kommt die nächste Sequenz gleich. Thank you.
Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt einen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Hübsche Rallye-Streifen. Bessere Kopfstimmung und das aggressiv ist entwickelt. Dann rechts unten sind wir unsere Armaturen und oben dran das Orange, das ist hier der Speedbreaker. Da kann man die Safe langsam und da ziemlich präzise lenken. Ja, gut zum Kurvenfahren, ja, schön unten genommen. Und ja, unten drunter Umdrehungsanzahl, ganz normal Tacho. Mit dann zur Geschwindigkeit, dem Gang, den wir fahren, und drunter dem Kühlbalken, das ist unser Nitro. Ja, rechts oben sind wir entsprechend fahren, umgebaut. Entsprechend fahren, ja, kommt bestimmt noch besser wieder. So, rechts oben haben wir unsere, ja, Statistik. Die kommt gleich noch. Was habe ich dir gesagt? Razor hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe! Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoffhaus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. Fünf Riesen. Fünf Riesen! So ein Clown macht mein Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahr nicht gegen Nobodies.
Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erst mal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun, oder was? Ich hab ihn. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Werden wir sehen. Also, los geht's gegen Bullfix mit 2. Und wir haben einen Kampf. Jedenfalls, jetzt haben wir wieder rechts oben unsere Rennstatistik. Das sehen wir erstmal. Die Plätze. Und gerade, ja, den Namen. Und wenn sie umschaltet, sehen wir auch, ja, den Abstand. Das ist hier nämlich nicht mehr so mit Sekunden, sondern nur in den Zwischenzeiten in Sekunden angezeigt. Und ja, drüber beendet die 18% ab. Und ja, probieren die Zeit noch links neben unserer Position. Achtung, Kanal 4. Wir haben kurz 6 Verdächtige auf der Flucht. Zurzeit in Richtung Westen auf dem. Wir müssen jetzt das mit dem fertig machen. Ja, sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Ich werde den Ausfall nehmen, sondern egal. Speedbreaker macht es möglich, auf die Stadt fertig zu fahren. Ja, auch halt, nur weil ich besser bin. Ja. Ich denke, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel. Ich habe auch mir vor nicht ganz eine Woche das neue Kostüm geholt. Wird auch kommen von mir. Allerdings, ich hatte schon was aufgenommen, nur ja, mein Skill in dem Spiel war damals noch geschissen. Damals in der Woche. Und deshalb habe ich jetzt erstmal ein bisschen gezockt. Und jetzt bin ich eigentlich doch bekannt, mal so schnell. Jedenfalls das Rennen schön gewonnen. Mit eingesamtem Vorsprung. Und das nächste Rennen kommt gleich. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Caro. Vielleicht ziehe ich auch. So, jetzt ist erstmal kurz dran. Ich sehe rechts oben, hat sich ein bisschen verändert. Klar, jetzt sind es 4 Teilnehmer, deshalb auch nicht von, also nicht Platz 1 und 4. Und so kam ich eben noch 2 dazu. Und wir sehen jetzt drüber und unser, ja, eigentlich ganz simpel. Wir sind gerade in der ersten Runde und müssen insgesamt 2 Stück fahren. Ja. So viel zum Thema mit mir überhaupt. Wir müssen jetzt aber auch erstmal schön fertig machen. Unsere nächsten 10.000 verdienen. Denn im Moment geben alle Rennen 10.000. Die ersten 3 Stück sind. Wir sind jetzt eigentlich auch schon beim dritten, sind wir bald durch mit dem Kunde. Das wird dann auch der erste Part sein. Also dann nach welchem Schritt machen. So, gleich die erste Runde schon vorbei. Ging ja relativ schnell, wenn es ja noch nicht wird. Später werden sie doch ziemlich lang. Es gibt zum Beispiel einen Renderfisch, einmal komplett um die ganze Karte rum, dauert 9 Minuten, 8 Minuten, je nachdem wie viel Scheiße braucht. Habe ich mit meinen Schwestern gefahren, war ganz witzig. Wir sind aber nicht wirklich auf Sieg gefahren. So, da wieder die Kurve mit Speedbreaker. Und ja, wenn man nach dem Speedbreaker einsetzt, wenn man halt mit Speedbreaker in die Kurve fährt, einfach mal ganz kurz die Tour geben, ja, ein bisschen länger würde auch gehen. Und dann, ja, bestimmt wieder gerade. Geht um einiges schneller als zu laufen. Das ist wieder automatisch normal hier.
sagt, ja, können wir mal versuchen, hier schon wieder die Ecke zu scherben, das geht so nicht weiter. Aber die Zeit ist jetzt doch eigentlich schneller, aber ist klar, dass wir schon Sprung haben. So, Rennen gewonnen. Wir die 10.000 kassiert und weiter geht's. Gutes Rennen, dein Stil gefällt mir, aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Na du Angeber, ich find's gut, dass du dich hierher traust, wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. Ja, schön. Ich werde dich auch fertig machen. So, und jetzt sind wir hier. Ja, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Ja, warte, bis er geschaltet hat. Ist mir egal. Beim Starten sind sie weit doch um einiges besser als die Zeit. Allerdings, der Wagen ist normalerweise schneller. Aber wurde eben abgesperrt für den Anfang. Wir sind schon nicht verkommen mit dem, wenn ich mal als Anfänger. Ich meine, bei mir ist zwar kein Problem, weil ich schon ewig gezockt habe, nicht für Speed, aber ich stelle mir schon vor, dass es ziemlich schwer sein sollte. Jemand, der es noch nicht wirklich lange gezockt hat. Ich habe auch versucht, mit der anderen Fahreigenschaften zu fahren. So, trotzdem erstmal die Cops. Die sind ja neu in Mod-Wanted. Alle von zwei gab es ja erstmal nicht halt. Und mit dem werden wir noch einiges an Spaß haben. Sollten wir besser fahren. Es geht gar nicht, dass ich jetzt bin. Ja, schön. Komm. Was aber auch toll ist, wenn hier gerade bei einem Rennen die Cops da sind, dann gehen noch die Dage, ich meine, die Gegner ab und ja, dann beschäftigen wir sich mehr mit denen als mit den im Rennen. Und das ist doch ziemlich praktisch, wenn ich mich gleich verbinde. Und ja. So schnell, scheiße, 15 geht mir vorbeigeschoben. Und noch mit der Stelle, wo wir noch haben. Ja, so, sind die Gegner weg. Und wir sehen hier, ja, bei uns sind wir noch. Ja, so ist es schon mal. Schön. Ja. Nicht mehr schalten, aber schalten wir auf das selber. Super. Und ja, hier wir fahren drüber. Die Blacklist eine Nummer zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohle? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen.
Die Gewinner sind doch hier drüben. Cops! 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 Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich dran. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Steig ein. Ich weiß, sie konnten dir nichts nachweisen. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke. Du hast was gut. Ja, wir wurden verarscht. Um es mal, ja, korrekt auszudrücken. Wir können uns jetzt aber erstmal einen Wagen aussuchen, da wir ja gerade keinen mehr haben. Und ja, ich nehme den Cobalt SS. Denn ja, wir haben ihn noch nicht freigeschalten und was Besseres kann man nicht kaufen. So wie zum Beispiel ein Golf, auch wenn ich mir den sowieso nicht kaufen würde, glaube ich, ja. So, wir nehmen den Cobalt SS. Allerdings, der ist jetzt serienmäßig. Hey, ich bin's. Check deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Okay, ja. SMS gibt's auch wieder. Und wir fahren jetzt einfach mal los zum Unterschlupf. Und das GPS ist hier besser als in Underground 2, muss ich sagen. In Underground 2 war es echt beschissen. Auch wenn ich hier sowieso nicht danach richten werde. Und vielleicht sogar die längere Wege manchmal brauche. Ist mir egal. Ich bin am Ziel an. Solange ich am Ziel ankomme, macht es ja nichts. Ja, wir haben jetzt sogar erstmal eine Karte wieder. Ich bin jetzt im dritten Gang mit 120 gefahren. Und mit den späteren Wegen und Wagen verschwindet 100 im ersten Gang. Da ist doch ein Unterschied. So, wir werden automatisch reingeschickt praktisch und ja, Teilnahmesystem. Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Ciao, sie. Ja, und der nächste Gegner, Blacklist Nummer 15, Sony. Ja, ich habe das Spiel gesucht, ich kenne alle auswendig. Ja, Seun. Sony, Wagen, VW Golf GTI, Stärke Rundkursrennen, Lebenslauf, das hier ist Sony, er hat verdammt viel Saft in seinen Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wundere dich nicht. Er versucht immer als erster die neuesten Teile an seinen Wagen zu haben. Toll, schon ist sein Video an. Come on, you want it, want it.
das hier ist das Blacklisten-Menü. Wir können hier Rennen auswählen. Am Anfang gibt es nur 3. Und Meilensteine noch. Da gibt es zum einen die Radarfallen. Ja, geblitzt werden halt mit einer richtigen Geschwindigkeit. Und zum Beispiel Fahrzeugkontakt, München 2 Polizeiwagen rammen und danach flüchten. Unter 4 Minuten flüchten und über 2 Minuten eine Verfolgung erreichen. Und ja, jetzt mache ich erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann bei der ersten richtigen Folge, wenn man so sieht, von Need for Speed Most Wanted, denn das war ja gerade eigentlich nur Prolog. Deshalb, ja.